Freunde, ich bin richtig hyped, denn heute werde ich mich mit mehreren Psychopathen auf dem Motorrad treffen. Und wir werden einfach Abenteuer erleben. Mach mal einen Zauberspruch. Kennst du einen? Experian! Oh, what the fuck, Alter? Olli Panzerbuddy heißt euch herzlich willkommen. Ich bin froh, dass ihr alle hier seid. Nein, noch nicht klatschen. Zahlreich erschienen. Alle hier, versammelt vor meiner Garage. Jetzt bist du dran. Sehr tiefe Worte, wirklich. Danke, Olli. Danke, Olli. Jungs, ihr seht alle ganz fabelhaft aus. Olli, du hast deinen Führerschein wieder. Nee. Ja, doch. Willkommen zurück, mein Junge. Dankeschön. Was ist hier hinten passiert mit dem Kennzeichen? Ja, das ist gerade abgeflogen, deswegen muss ich das natürlich ordnungsgemäß wieder montieren. Hab dafür keine Schrauben benutzt, sondern Panzerband. Vorbildlich, der Junge, oder? Und der Spoiler wurde auch mit angeklebt, damit der mit dem Hinterrad auch besseren Downforce hat. Genau, es hat was mit der Aerodynamik zu tun. Was haltet ihr davon, wenn wir spontan eine Runde Wenn ich du wäre spiele? Hört sich nach einem wundervollen Plan an. Leonard, du fährst wieder wie ein besenkter Penner. Achtung, rechte Seite, es steht meistens im Blitzer. Also, wenn durch den Blitzer, dann... Vollgas. Was? Was hat das denn gesagt? Sollen wir einmal eine Stadtrunde machen? Stadtrunde? Bist du krank, dass du jetzt eine Stadtrunde machen möchtest? Bin fast über deinen Fuß gefahren, Junge. Du kannst doch nicht einfach deinen Fuß hier hinstellen. Ah, mein Fuß. Lalala. Hallo. David, so, in Krefeld kann man richtig gut Motorrad fahren. Und dann lass mal in die Innenstadt fahren. Jetzt habt doch mal nicht so viel Vorurteile. Wir kriegen noch geile Strecken, verspreche ich euch. Kennt ihr das Video? Das ist in Krefeld aufgenommen worden. Da steht einer, so hält er seinen Auspuff zu, weil die Polizei hinter ihm ist. Sass. Olli. Ja? Siehst du da vorne den GSAK-Mitarbeiter mit diesem Staubsauger, mit dem überdimensionalen? Da gehst du jetzt mal gleich hin und fragst, ob du auch mal saugen darfst, denn du bist Experte, was das anbelangt. Ja, mach ich. Doch, jetzt geht der weg. Verdammt, jetzt sehen wir ihn nicht mehr. Hallo, ich habe eine Frage. Kann ich auch mal saugen? Aber ich bin Spezialist auf dem Gebiet. Ah, okay, schade. Ich muss weiter, die Ampel wird grün. Oh Gott! Oh, jetzt kommt die Bahn! Nein! Ich laufe! Ich laufe! Was für eine Wendung hat das denn jetzt gemacht? Ey, was hat er gesagt? Er hat gesagt, nein, kann ich leider nicht machen. Ich hab Dienst oder ich hab Schicht oder sowas. Hier rechts ist nochmal die Möglichkeit. Komm, Olli, da drüben. Ich will dafür, wenn ich erstmal eine Aufgabe gebe und wir können gleich entspannt weitermachen. Leonard, ich hab direkt an dich gedacht, weil du hast auch so ein schönes Orange. Das war so klar. Also ist es vielleicht ein bisschen lame, weil ich auch was mit einem GSAK-Mitarbeiter mache, aber du gehst einfach mal hin und fragst nach der E-Mail-Adresse, weil du die Cappy so schön findest. Hi. Find deine Cappy cool. Kann ich deine E-Mail-Adresse haben? Schade. Oh. Oh Gott, jetzt kommt da ein Bus. So, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ey Leute, wir müssen dringend raus aus der Stadt, das kann so nicht weitergehen, ich schwör's euch. Das geht noch richtig ins Auge. Was denken sich die Leute? Was geht, Bruder? Ich wäre dafür, wenn wir jetzt einfach mal da weitermachen, wo wir gerade angefangen haben. Und zwar wie, wenn ich du wäre, spielen. Aber wer war jetzt zuletzt dran? Julian. Okay, pass auf, Olli, dann ganz, ganz einfach für dich. An der nächsten Ampel. Ampel, okay, ja, was da? Das war's! An der nächsten Ampel! Das ist die Aufgabe! Wenn an der nächsten Ampel ein Mann ist, dann gehst du zu ihm hin, nimmst ihm in den Arm, sagst, was für schöne Haare der hat. Hoffentlich hat er eine Glatze. Und sagst ihm, dass er als Frau deutlich hübscher wäre. In den Arm nehmen! Digga! In den Arm. Arm nehmen! What the fuck? Wenn ich so auf den Zulauf laufe, dann schlägt er mich zusammen! Mach das mit den Jungs an der nächsten roten Ampel. Okay. Ja. Olli wollte irgendwas! Du musst kurz absteigen! Steig mal kurz ab! Absteigen! Du musst absteigen! Warum? Du musst ab. Ich liebe dich! Du hast auch schöne Haare. Also ich sehe die zwar gerade nicht, aber also ich halte auch den Verkehr hier. Ja, tut mir leid, ich muss hier kurz meine Liebe gestehen. Ey, ganz kurz, David. Der wichtige David. Part. Meine Frage, können Sie kurz meine Liegestütze bewerten? Wie random war das denn jetzt? Einfach aus dem Nichts. Hätte ich den Helm abgenommen, hätte sie gesagt, ja und komm mit. So eine Lüge. Es ist so eine Lüge. Oh, Taxifahrer. Oh. Beinahe Crash. Was ist hier los? Okay. Jetzt hupt er.
Es geht jetzt ab. Was? Digga, Road Rage. Das kannst du. Er war doch jetzt derjenige, der hier Scheiße gebaut hat. Ich verstehe wirklich gar nichts mehr. Tornado, 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 Tornado. Komm, 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 komm. Push, push. What the fuck? Jungs, seid ihr motiviert? Guck dir diesen Sunset an, Brudi. Oh mein Gott. Woo! Oh, David. Crazy. Das sah crazy aus. Mach mal Wheelie, Junge, ja, Mann! Oh, ei, ei, ei. Ah ja, Digga, er macht einfach einen Burnout. Du musstest den Reifen aufwärmen, richtig? Oh ja, die Brücke, Alter, die ist geil. Ja, aber du! Junge, ist das geil, Alter! Hier, ja, guck mal kurz, Olli. Das war das Thumbnail, habe ich jetzt eventuell, gerade. Eventuell, ja. Passt auf jeden Fall. Das wäre voll geil. Mama, ja. Ich bin im Fernsehen. Also der liebe Olli, der soll mal mit Anlauf über den Bürgersteig in den Busch da rein. Sprech mir doch irgendwas. Sprech mir doch irgendwas. Olli, Augen zu. Hier, ja, hier rein, hier rein. Hier, komm jetzt. Olli, Olli, ja. Oh, mein Rücken. Oh, mein Rücken. Oh. Der simuliert doch, der Typ, oder? Oh. Ist er nicht aus Zucker? Oh. So, machen wir dich mal sauber hier. Das war gefährlicher als jeder Wheelie in den letzten zwei Jahren. Du bist aber auch komisch gesprungen. Das sah ein bisschen merkwürdig aus. Als hättest du dich in der Mitte dazu entschieden. Oh ne, ich mach's doch nicht, Bro. Ich mach's doch nicht. Die Hände zum Himmel. Komm, lass uns fröhlich sein.